So, hallihallo und willkommen zu einem weiteren Neues von Pascal. Ich nehme hier gerade ein neues Video auf oder das zweite Video innerhalb einer Stunde. Im letzten Video habt ihr den Doppelgelenkbus gesehen, wo ich ihn getestet habe. Und hier mal etwas ganz Spezielles. Auch hier, den gibt es natürlich schon länger zum Installieren so, aber ich habe ihn jetzt heute neu installiert. Bei mir ist er neu, also nochmal nicht erschrecken, wenn ich sage, neuer Bus testen. Und zwar hier ist es der Citaro oder der E-Citaro oder Citaro E-Bus. Das heißt, der ist vollkommen batteriebetrieben, also mit Strom, ein elektrischer Bus, kein Dieselmotor, sondern nur ab Batterie. Sieht eigentlich ja ganz normal aus wie ein Citaro, das ist klar, auf jeden Fall hinten. Vorne haben sie so ein bisschen ein spezielles Design ausgesucht. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, also das Ganze so, ja, sieht ein bisschen komisch aus, so automatisiert quasi oder so irgendwie, ja, aber jedem das seine. Grundsätzlich sieht der Bus auch nicht schlecht aus, wie ein Bus halt ist, habe ich ja schon im letzten Video auch gesagt, es ist einfach so, aber wirklich die Front, muss ich ehrlich sagen, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit dieser großen Fläche. Wenn man den von Weitem kommen sieht, ist es jetzt ein Fahrzeug oder ist es ein fahrbares Schaufenster von einem Laden, man weiß es nicht. So. Wir befinden uns auch hier wieder in Düsseldorf und zwar wieder am gleichen Platz. Ich werde genau die gleiche Strecke mal fahren. Hab gerade gemerkt, ist sehr gut zum Testen von Fahrzeugen, weil es ist alles relativ flach. Trotzdem hat es einige Kurven und Abzweigungen drin, wo man ein bisschen den Bus testen kann, ob er da rumkommt oder nicht. Und es hat auch ein, zwei lange Strecken, wo man ein bisschen mal die, ja, das Tempo, die Geschwindigkeit rausnehmen kann. Und auch sonst den Bus ausgiebig testen kann. Wie gesagt, der Citaro E-Bus hier, ja, ganz niedlich eigentlich, sieht halt aus wie ein Bus. Es ist ein Solo-Bus, zwei Türen, den gleichen habe ich auch noch in drei Türen, den ich auswählen könnte. Zwei Türen ist natürlich ideal, haben wir ein, zwei Sitzplätze mehr zur Verfügung, aber ansonsten ist es genau das gleiche Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir werden mal einsteigen und zwar öffnen hier mal die Tür. Natürlich auch diese elektronisch und nicht mit Luft. Und wir schauen mal den Bus innen an. Hört man auch schon die Heizung laufen. Ja, wie es halt ein Bus ist, mit Sitzplätzen, mit Stangen, Haltewunschtasten und so weiter. Oder hier oben diese Halterungen zum Halten, wenn man steht, alles ganz normal, auch hier mit Haltewunschtaste und die Sicht zum Fahrarbeitsplatz, also vom neuen C2 schon, wie es halt auch, wie man es auch gewohnt ist. Und wir setzen uns mal hier an den Fahrerplatz. Gibt es auch, ja, sage ich jetzt mal, nichts Spezielles, alles kennt man sozusagen. Schlüssel und so weiter, Fensterbedienung, Beleuchtung, das Ganze, wahrscheinlich das ist für Rückspiegel, aber die sind nicht aktiv im Spiel, Kamera, Lautsprecher, wahrscheinlich für Ansagen oder was weiß ich, oder Lüftungsgeschichte, Busheben, Senken, Scheibenheizungen und so weiter und so fort, Lenkradverstellung.
Und hier auch SOS, wenn ich auf SOS klicke oder drücke, dann gehen überall die Lichter an im ganzen Bus. Wenn mal irgendetwas ist, wenn es schnell gehen muss, muss man nicht noch lange die Schalter suchen und so weiter. Alle Beleuchtungen gehen an. Das Ganze drum und dran hier mit verschiedenen ABS-Systeme, ARS und so weiter. Auf dem Lenkrad haben wir auch noch Bedienung. Hier unten Blinker, Scheibenwischer, das Ganze drum und dran. Türsteuerung natürlich, hier auch Türflügel, links, rechts, Sperrung und so weiter. Also einfach im Prinzip alles, was man so kennt. Hier zum Öffnen der Fahrtür, damit man auch Platz nehmen kann und dann wieder schließen natürlich. Kasse können schon einrasten und hier das Display für die Linien und so weiter. Aber auch hier werden wir keine Linie fahren, da ich die Liniendaten noch nicht im Bus reinkopiert habe. Also alles einfach nur wirklich eine Testfahrt. So, jetzt muss ich da kurz mal auf meinem Spielbrett alles auf Null stellen. Dann wollen wir mal die Elektrik einschalten. Wahrscheinlich machen wir wieder mal Stau da hinten. Nö, es geht. So, und dann starten wir mal den Bus. Aber ich denke, wir werden nicht einen Dieselmotor starten hören, sondern wahrscheinlich nur einige Ladeaggregate oder was auch immer. Keine Ahnung, ich werde es mal versuchen. Achtung, ich starte. Genau, also das sind wahrscheinlich einfach die Motoren, die dann jetzt auf Standby sind und so weiter. Einige Aggregate, Ladesachen und so weiter, keine Ahnung. Türen, wie gesagt, zwei Türen. Soweit ich weiß, beide manuell steuerbar. Kein Piepton, wenn sie schließt. Das ist immer ein bisschen schade, finde ich eigentlich cool, dass so ein Warnzeichen kommt, bevor die Tür dann zugeht. Aber naja, muss ja auch nicht zwingend sein. Mal schauen, mal das Menü durchchecken hier. Batterieladung 99%. Hier Fehlermeldungen sind zurzeit keine. Druckluft ist klar. Ist da. Wie das genau funktioniert bei denen, weiß ich gar nicht, ob die auch wirklich Druckluft haben, aber wahrscheinlich für die Bremsen, das ganze Bremssystem und so weiter, ist wahrscheinlich dann einfach ein Kompressor im Fahrzeug verbaut irgendwo. Das wird wahrscheinlich die Beschleunigung sein oder die Voltanzeige, je nachdem wie viel Gas, also es ist ja hier nicht Gas, sondern das Beschleunigungspedal. Hier die Ladeanzeige anstelle von Kraftstofftank. Das da ist wahrscheinlich dann das Kühlerwasser oder was auch immer. Keine Ahnung. Müsste man dann alles mal schauen im Benutzerhandbuch. Aber ansonsten würde ich sagen, fahren wir mal los. Ich bin gespannt auf den Klang und alles. Das Lenkrad nehme ich noch kurz ein bisschen hoch. Die habe ich gerne, wenn man die relativ gut sieht und relativ gerade stehen. So, voilà. Also, ich löse mal die Feststellbremse und lege einen Gang ein und noch ein bisschen Licht machen, so. Okay, halt das typische Elektromotorgeräusch. Statt Diesel, kein ZF-Getriebe, kein Void-Getriebe. Ich weiß gar nicht, ob die stufenlos sind. Mit einem Vario-Technik irgendwie wahrscheinlich. Da hört man die Motoren und alles pfeifen, das ist halt so. Beschleunigung ist gut. Ach so, wenn ich bremse, geht er dann ins Minus. Wahrscheinlich so Gegenstrom für den Motor, habe ich das Gefühl. Oder einfach die andere Seite. Was passiert, wenn ich jetzt rückwärts fahre und Gas gebe? Ja, geht auch ins Plus, okay. So. Okay, dann wieder weiter. Da hatten wir ja vorhin da diese spezielle Busspur.
sind natürlich deutlich kleiner unterwegs jetzt hier mit diesem Bus. Und natürlich sehr sparsam, ökologisch, umweltbewusst. Okay. Ich sag nichts dazu. Ich bin da relativ neutral, was das angeht. Ich habe meine Meinung, aber die behalte ich meistens oder grundsätzlich auch für mich. Das geht niemandem was an. Im Spiel sowieso, da können wir machen, was wir wollen. Hört man natürlich auch die Straßengeräusche und sonst Ruckelgeräusche vom Fahrzeug selber besser, wenn da nicht noch ein Motor ist, der einen riesen Lärm macht hinter einem, das ist auch klar. Feststellbremse läuft wahrscheinlich auch per Luftdruck, das ist ganz klar. Aber zum Beispiel die Türen, wenn ich da eine Tür aufmache, die ist elektronisch. Von hinten hören, wie sich das anhört. Jetzt sehe ich natürlich die Ampel nicht. Wo ist die Ampel? Okay, die fahren, dann kann ich bestimmt auch fahren. Ich werde dann nachher auf der langen Strecke mal hinten sitzen sozusagen, dann kann man es ein bisschen besser genießen, sage ich jetzt mal. Oder auch hier. Das ist eigentlich 30er Zone, aber wir machen ja nur mal einen Test. Mal abbremsen. Außen mal hören oder schauen. Einfach mal ein bisschen die Geräusche genießen, ohne dass ich da immer quatsche.
Auch hier, der Bus lässt sich wirklich sehr gut fahren. Man spürt da eigentlich nichts außer den Geräuschen, dass der batteriebetrieben ist. Das ist ein Solobus, ganz normal. Was mich dann interessiert, ist natürlich auch die Reichweite, wenn man da ein, zwei Stunden unterwegs ist mit dem. Und dann zum Beispiel in Karten wie Luzern und so weiter, wo es relativ steil nach oben geht, Richtung Meckenschädigen, da wird es mich dann auch interessieren, kommt der überhaupt hoch? Werde ich dann auch mal testen, aber da dann mal mit Fahrgastbeförderung, mit Kurs. Aber auch hier die Beschleunigung, muss ich ehrlich sagen, das passt, das ist alles sehr schön, wunderbar. Wir haben jetzt hier wie viel drauf? Gute 60 und könnte noch mehr. Auch die Bremsung ist auch gut, Bremssystem. Wenn ich Linie hätte, müsste ich jetzt zuerst noch rechts die Leute aufnehmen oder respektive aussteigen lassen, aber wir sind ja hier nur zur Testfahrt. Hätte man eigentlich ja auch eingeben können, wenn wir schon dabei sind. Was könnten wir reingeben? Hier Fahrschule ist immer gut. Oder wir haben hier noch Kleider, keine Mitfahrt, Fahrgäste bitte nicht einsteigen. Weiß gar nicht, ob die Anzeige überhaupt funktioniert. Fahrt oder Fahrtende steht hier, aber das spielt auch keine Rolle. Menü wieder weg, so. Hier, da muss ich dann nochmal schauen, was das eigentlich bedeutet. Ist das die Kamera oder wenn ich hier draufklicke, da kommt nichts? Oder ist das, wenn ich dann Dienstanmeldung habe, dass der irgendwie aktiviert? Oder vielleicht sogar ein Navi? Oder eine Tür, zwei Türen, keine Ahnung. Muss ich dann mal noch schauen. Ich kann ja da mal die Kasse anmelden, gucken, ob da etwas aktiviert wird. Jetzt müssen wir gleich losfahren. Bleibt auf jeden Fall gleich mit diesen zwei Zeichen da. Im Schnee werde ich den dann auch nochmal testen, wenn da wirklich Glatteis auf der Straße ist, bei Regen und so weiter. Also es gibt da noch viele Dinge, die man testen muss, bevor man so ein Fahrzeug hundertprozentig einstufen und bewerten kann. Aber auch hier erste Anzeichen, wirklich gut, bin zufrieden, hätte ich nicht gedacht. Klar, wie gesagt, auch hier wieder, es ist in einem Spiel, aber trotzdem. Die Busse müssen auch gut programmiert sein, die Lenkung, alles muss stimmen, die Klänge müssen stimmen, damit auch hier der Spiel- und Fahrspaß vorhanden bleibt. Da reicht es nicht, wenn man da einfach irgendetwas macht, sondern das muss da sein, das muss stimmen. Da kommen die auch gleich grün. Das ist wieder diese schöne Kurve da von vorhin. Mit dem können wir natürlich ein bisschen schneller reinfahren in die Kurve und wir sind da auch schon wieder an der Endhaltestelle von dieser Linie. Und da haben wir wieder ein bisschen Grafikfehler. Hier wären normalerweise zwei Gelenkbusse, MAN,
aber da ist ein Grafikfehler bei beiden, fällt das Gelenk oder respektive der Nachläufer. Und hingegen die Beleuchtung sieht man dann wieder, sieht man wenigstens, wo Schluss ist. So, hier, voilà. Bus abschalten. So. Hier. So, also auch hier muss ich sagen, bin wirklich positiv begeistert von diesem Fahrzeug. Ja, sieht eigentlich relativ gut aus, ruhig vor allem auch die Fahrweise. Man hört natürlich die Elektromotoren, wenn sie natürlich laufen und drehen und antreiben und so weiter, aber nicht diesen Krach, den wir da von Dieselfahrzeugen hatten. Das ist klar. Doch, aber ansonsten Farbe auch, habe ich natürlich jetzt einfach mal das aus Grün ausgewählt. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also nicht, dass man sich da auf das Grün quasi fixiert. Aber ansonsten muss ich sagen, ein cooles Fahrzeug. Werde ich sicher dann einmal, zwei, dreimal Spaß haben, Fahrgäste zu befördern damit. Gibt es zurzeit, soweit ich weiß, noch kein Gelenk. Keine Gelenkversion, nur diesen Solo, also den Zweitürer oder den Dreitürer, aber Gelenkbus habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber trotzdem, ich sage jetzt mal so, für Tagesverkehr und so weiter geht das allemal wunderbar. Und da kommt auch schon der nächste, wieder mit Grafikfehler. Mal schauen, das Gelenk ist unterhalb vom Boden da und da stimmt irgendetwas nicht, das ist komisch. Aber naja, ist halt so, können wir nichts ändern. So, also das war's. Neues von Pascal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.